Willkommen zum ersten Hauptredner des heutigen Abends, auch aus Essen. Aus Essen kommen viele gute Leute. Und zog es dann ins Ländle. Da war er längerer Hochschulprofessor für Volkswirtschaftslehre, soweit ich das richtig weiß. Hat den Landesverband Baden-Württemberg mit aufgebaut und auch die Landtagsfraktion im Stuttgarter Landtag auch lange Zeit geleitet. Ist dann ins Europaparlament gegangen, wo er jetzt eben Mitglied des Europaparlaments noch ist und ist unser Spitzenkandidat für die Europawahl, unser Bundessprecher. Herzlich willkommen nochmal, Professor Dr. Jörg Meuthen. So, erstmal sortieren hier. Ja, liebe Parteifreunde, geschätzte Pressevertreter, meine sehr geehrten Damen und Herren, selbstverständlich auch hochverehrte Andersgeschlechtliche, wir sind ja immer sehr korrekt geworden, das gehört dazu. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die heutige erneute Einladung zum Neujahrsempfang nach Krefeld bedanken, die, wie schon beim ersten Mal sehr charmant ausgesprochen wurde, ich bin gerne auch dieses Mal gekommen und was ich gerade eben so hören musste, Tradition deutet darauf hin, dass es zu einer weiteren Einladung kommen könnte. Ich ahne die Falle, aber ich komme auch ein weiteres Mal sicherlich gerne. Es ist mir also eine Freude, heute hier zu sein und es freut mich tatsächlich, vor vollen Reihen zu sprechen und ich kann mich der Freude nur anschließen, dass wir es hier auch mit vielen Nicht-Parteimitgliedern zu tun haben, denn in der Tat gibt es da ein Kommunikationsproblem, weil das Bild unserer Partei, aber das wurde schon gesagt, immer wieder so dargestellt wird, dass man sagt, die kann man nur zur AfD gehen. Nun bilden Sie sich Ihre Meinungen hier selber und vielleicht kommen Sie mit einem anderen Bild unserer Partei aus dem Abend heraus, als Sie hereingekommen sind. An einem Tag wie dem heutigen ist es sowieso alles andere als selbstverständlich, weil wir haben eine Klimaerwärmung. Und dank dieser Klimaerwärmung ist das so kalt, dass ich heute bei der Anfahrt ausnahmsweise mal sogar mehrere Linke gesehen habe, die ihre Hände in den eigenen Taschen hatten. Das ist an sich schon ein bemerkenswerter Vorgang. Man sieht also, dieser Klimawandel, wie man es auch dreht und wendet, hat auch seine guten Seiten. Alles andere als gut ist die Entwicklung in unserem Land. Im Gegenteil, es wird leider immer schlimmer. Es reicht eigentlich ein Blick in die vergangenen Wochen. So ganz doll hat das Jahr auch für uns als AfD nicht angefangen. Da fordern Teile der Einheitslinken die Aberkennung des Doktortitels eines AfD-Mannes, weil der sich gegen Frauenquoten ausgesprochen hat. Und das nur am Rande, im rot-rot-grünen Berlin gibt es mittlerweile Bezirke, in denen es auch Frauenquoten für Straßennamen gibt. Und nein, das ist keine Satire, wenn, dann ist es Realsatire. Frauenquoten für Straßennamen. Da fliegt ein AfD-Bundestagsabgeordneter aufgrund seiner Parteimitgliedschaft, weil er erkannt wird als AfDler aus dem Kino. Da dürfen Kinder von Oppositionspolitikern meiner Partei nicht mehr bestimmte Schulen besuchen, wie jüngst in Berlin geschehen. Da werden Oppositionellen wie uns über Nacht sämtliche, übrigens auch privaten Konten gekündigt. Da werden Abgeordnete aus Restaurants geworfen, Hausfassaden beschmiert, heute hier geschehen, Büros verwüstet, Veranstaltungen gestürmt, Fensterscheiben entglast, wie man das nennt, ja sogar Abgeordnete krankenhausreif geprügelt und ihren Autos abgefackelt. Meine Damen und Herren, was wir da erleben, langsam aber sicher, ist die Vorstufe eines neuen Totalitarismus. Dem fürchterlichen braunen und roten Totalitarismus des vergangenen Jahrhunderts folgt in immer hemmungsloseren Schritten ein bunter Totalitarismus der Gegenwart. Und das stimmt mich sehr bedenklich. Besonders deutlich ist dies kürzlich erst in Döbeln geworden, als dort ein Bombenanschlag auf das dortige AfD-Abgeordnetenbüro verübt wurde. Ein Bombenanschlag. Ich bin nun gespannt, wie das ausgeht. Sowas nimmt man dann zur Kenntnis, es wird beiläufig auch in Medien gemeldet. Aber wie reagiert die Justiz darauf? Für einen Dresdner Einzeltäter gab es für einen weit weniger intensiven Anschlag auf eine Moschee 10 Jahre Haft. Die Messlatte liegt also hoch. Und damit wir uns da nicht missverstehen, ich finde es völlig richtig, wenn ein Anschlag auf eine Moschee in dieser Strenge geahndet wird.
Aber diese Messlatte muss man dann natürlich auch für Bombenanschläge auf AfD-Abgeordnetenbüros entsprechend hochhängen. Hier sind die drei Tatverdächtigen trotz fortbestehenden Tatverdachts jedenfalls zunächst mal wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Und natürlich ist Ihnen allen in dieser Thematik sicherlich vor Augen der feige Angriff auf unseren Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz. Der hätte durchaus auch tödlich ausgehen können. Und dabei ist es mit Verlaub, das will ich auch mal gesagt haben, völlig unerheblich, ob dabei nun ein Kantholz zum Einsatz kam oder nicht. Weite Teile der Medienlandschaft, glücklicherweise nicht alle, aber weite Teile, haben dann sozusagen gespottet, haha, da war kein Kantholz. Das wurde aber zunächst von der AfD behauptet. Ja, Herrgott nochmal. Herr Magnitz hat das so gesagt und man muss ihm in dem Zustand, in dem er sich befand, auch diesen Irrtum zubilligen. Und dann wurde sozusagen das Kantholz skandalisiert. Wir hätten den Vorgang also aufgebauscht. Ich nehme an, sehr viele von Ihnen haben die Bilder von Frank Magnitz unmittelbar danach gesehen. Ich habe das getweetet. Der Tweet lief sensationell auf über 450.000. Den haben also sehr, sehr viele Menschen gesehen. Und er sah wüst zugerichtet aus und das hätte noch schlimmer ausgehen können. Und mit Verlaub, da ist es unerheblich, ob dabei nun ein Kantholz oder ein Schlagring oder Fäuste zum Einsatz kamen. Die Tat war ja auch im Video zu sehen. Wir haben die Folgen dessen gesehen. Ich habe danach, in den Tagen danach, mit Frank Magnitz telefoniert. Der hatte tagelang Gleichgewichtsprobleme, konnte nicht richtig laufen. Mittlerweile hat er sich wieder gefangen. Das ist Gewalt gegen Menschen. Und zwar massive Gewalt, die durchaus auch tödlich ausgehen kann. Und offensichtlich scheint man sich auch daran inzwischen zu gewöhnen. Die Presse rätselte ja anfangs, was denn das Motiv dahinter sein könnte. Nun meine ich, muss man nicht gerade Inspektor Columbo heißen, um da relativ schnell drauf zu kommen. Und diese Leute, man kann sie nicht anders als Terroristen bezeichnen, und ich bezeichne sie auch als Terroristen, sind offenbar auch noch der Auffassung, sie würden... sind offenbar auch noch der Auffassung, sie würden irgendwie moralisch einwandfrei handeln. Sie fühlen sich wie so eine Art selbstgerechte Übermenschen, denen alles erlaubt ist. Ich sage dazu Folgendes. Diese Leute hätten in der Zeitspanne, in der unseligen, schrecklichen Zeitspanne 1933 bis 1945 vermutlich auch eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Sie agieren durchaus vergleichbar zu den Praktiken der damaligen SA. Was nicht ins eigene... Was nicht ins eigene politische Bild passt, wird skrupellos drangsaliert, gern auch unter Einsatz massiver Gewalt. Und leider sind diese Leute einfach noch zu blöd, um die bittere Ironie all dessen zu erkennen. Die glauben ernsthaft, sie seien Antifaschisten und hätten damals im Dritten Reich gegen die Nazis gekämpft. Nein, ich mutmaße, die hätten das Gegenteil davon getan. Ich mutmaße es, ich kann es nicht wissen. Für solche Leute, und glauben Sie mir, ich lese diese ganzen Gewaltaufrufe auf Indymedia und so weiter und es schauert mich auch dabei, das wollen die erreichen und das erreichen die durchaus. Für diese Leute gibt es nämlich nur eine einzige legitime Meinung und das ist ihre eigene. Der Rest gehört für diese Toleranzsimulanten bekämpft. Andersdenkende mundtot zu machen, das ist die Selbstbefriedigung der versammelten sozialistischen Linken heute. Und da muss ich sagen, das macht wirklich einen substanziellen Unterschied, das tun wir nämlich nicht. Die können an Blech reden, was sie wollen. Deswegen würden wir immer noch deren Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigen. Und das macht den Unterschied. Das sprechen wir uns an. Und dann will man ausgerechnet unsere Partei, die als Korrektiv zu den zahlreichen Verwüstungen und Verwerfungen in unserem zum Linksstaat verkommenen Rechtsstaat ins Leben gerufen wurde, ins Visier des Verfassungsschutzes nehmen. Herr Schröder hat es ja schon angedeutet. Das ist völlig absurd. Das hat was von DDR 2.0. Ich sage nicht, das ist DDR 2.0, dass ich nicht falsch interpretiert werde, sondern es hat was davon. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn kaum hat das Superwahljahr 2019, und wir haben ein Superwahljahr, das sind 4 hochinteressante Wahlen mit Bremen 5, die wir haben werden, begonnen, verkündete schon der neue Chef des Verfassungsschutzes, seitdem in aller Munde, Thomas Haldenmann, so kommt man zu Prominenz, dass unsere Bürgerpartei als Ganzes zum Prüffall werde. Das ist interessant. Die haben uns über etliche Monate geprüft. Geprüft und geprüft und geprüft. Und am Ende dieser Prüfung steht, dass man uns jetzt prüfen werde. Ja.
Sagen Sie selbst, kann man sich nicht ausdenken, ja? Kein Grund aber, um in Panik zu verfallen. Zum Prüffall werden wir also erklärt, nicht zum Verdachtsfall und schon gar nicht zum Beobachtungsfall. Allein fragt man sich, was sollte diese Aussage also bezwecken? Der Verfassungsschutz prüft doch gemäß seinem Auftrag sowieso ständig, ob es Parteien oder Organisationen gibt, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Die schiere Anzahl an Seiten der vorliegenden Materialsammlung, Herr Haldenmann sagte das, nämlich 1069 Seiten, die sind fleißig da, beweist ja, dass offenkundig auch in der Vergangenheit schon intensiv geprüft wurde in Sachen AfD. Und damit lautete die eigentliche Botschaft, enorm viel Material wurde gesichtet, aber aus all diesen Dingen war eben gerade nicht ableitbar, uns unter Beobachtung zu stellen. Denn das täten die natürlich gerne. Man würde gerne die AfD als Ganzes, das stand ja auch im Raum, unter Beobachtung stellen. Ergebnis der Prüfung bis dahin? Keine Beobachtung. Hätte man auch so positiv vermitteln können. Hätte sagen können, es gibt da gewisse Anhaltspunkte, deswegen prüfen wir weiter. Aber nein, die AfD ist kein Fall für eine Beobachtung. Jedenfalls bis jetzt nicht. Mag sein, dass das noch kommt. So ist das aber nicht verkauft worden. Sie haben das wahrgenommen. Insofern ist die besagte Ankündigung, uns zu prüfen, eigentlich ein Nichtereignis, das gar keiner Erwähnung bedurft hätte. Die hätten noch weiter prüfen können. Zugleich aber ein Nichtereignis, welches möglicherweise einige Wähler nun fälschlicherweise annehmen lässt, wir würden vom Verfassungsschutz beobachtet. Fragen Sie mal die Leute draußen auf der Straße. Die erzählen, naja, die AfD, die wird jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet. Das ist exakt das, was die erreichen wollten. Und leider haben die das ja. Das können wir den Bürgern auch nicht zum Vorwurf machen. Das sind ja juristische Nuancen. Ob das jetzt ein Verdachtsfall ist, ein Prüffall, ein Beobachtungsfall, das können wir von den Bürgern nicht verlangen, dass sie das differenzieren. Für die heißt der Verfassungsschutz beobachtet jetzt die AfD. Das ist die Wahrnehmung und die sollte insinuiert werden. Eine tatsächliche Beobachtung durch den Verfassungsschutz kann vor allen Dingen deshalb nicht hergeleitet werden, und das wissen die, weil wir ganz klar stets Rechtsstaatspartei waren, sind und weil wir das immer bleiben werden. Wir halten unsere Partei, und das können wir, selbst in Ordnung. Und wo es in Ausnahmefällen mal notwendig ist. Und hier vorne sitzt der Kai, wir haben da mit dem Bundesvorstand immer wieder zu tun. Ja, es gibt Ausnahmefälle. Ja, es gibt Leute, die haben es irgendwie in unsere Partei reingeschafft und die haben da nichts zu suchen. Solche gibt es. Und die entfernen wir. Person für Person. Das ist schwierig, wenn Sie einmal drin sind, weil Parteiausschussverfahren juristisch hoch anspruchsvoll sind, nicht ganz einfach sind. Das dauert manchmal lange, aber wir schaffen das. Und andere entmutigen wir auch und die gehen von selbst, weil sie merken, die sind bei uns falsch. Wenn Sie also irgendwelche Rechtsextremisten im Kopf haben, dann sind sie bei uns falsch und dann gehen sie normalerweise auch wieder, weil sie merken, sie haben sich der falschen Partei angeschlossen. Da gibt es Parteien, die sind da richtig und dann, oder die sind da, ob das richtig ist, sei dahingestellt. Dann mögen Sie sich denen anschließen, aber bitte nicht uns. Also kurzum, wir bringen das selber in Ordnung, ganz ohne Pressekonferenzen von Herrn Haldenwang. Den brauchen wir dazu nicht, liebe Freunde. Wir kooperieren eben nicht mit extremistischen Kräften und wir lehnen, es wurde schon gesagt, und es ist wichtig und richtig, und man darf das auch ein zweites Mal sagen, jede Gewalt, gleich aus welchem extremistischen Spektrum sie kommt. Sei das politisch oder religiös oder sonst wie motiviert, wir lehnen Gewalt als Mittel der politischen Artikulation ab. Das Gewalt darf ausüben und zu Verteidigungszwecken der Staat und sonst niemand. Wir pochen auf das Gewaltmonopol des Staates. Nur der Staat. Nun wirft dieses Ganze, ich muss da noch einen Moment verweilen, weil das wirklich wichtig ist, weil wir da, ich sage das ganz offen, auch ganz massiv unter Kritik stehen und weil uns das auch in den Umfragen unter Umständen, das ist ja Ziel der Aktion, da halte ich dran fest, nach hinten wirft. Das ist das, was man will. Also lassen Sie mich einen Moment verweilen. Das ganze Vorgehen des Verfassungsschutzes wirft nämlich weitere Fragen auf. So tönten Medien wie der Spiegel oder der Tagesspiegel stolz herum, dass sie an das interne Gutachten des Verfassungsschutzes herangekommen seien. Übrigens direkt nach der Pressekonferenz. Am nächsten Tag hatten die das.
Und ich habe am Dienstagabend Frontal 21 gesehen, das hätte ich besser gelassen, das war meinem Nachtschlaf abträglich. Da lag das Gutachten fett am Tisch. Die Dame moderierte das und da lag das Gutachten. 440 Seiten lag da. Interessant. Der AfD wurde Einsicht in dieses Gutachten nämlich verwehrt. Wir haben daraufhin gesagt, wir wollen das Gutachten bitte haben, es geht ja um uns. Und da hat das Verfassungsschutzamt im Einzeiler geantwortet, haben Sie bitte Verständnis, dass wir das nicht rausrücken. Und jetzt haben wir es wieder eingefordert und jetzt haben wir uns auch juristisch beraten lassen. Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt als nächstes machen. Das, meine Damen und Herren, und ich sage das in dieser Deutlichkeit, ist ein einziger Riesenskandal, der das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen massiv erschüttert. In unserem Land werden mittlerweile Journalisten mit internen nachrichtendienstlichen Informationen versorgt, während man den Betroffenen dieses Gutachtens, also der AfD, dasselbe Gutachten einfach vorenthält. Wir erfahren auf diese Weise die Vorwürfe gegen uns zu Teilen aus der Presse, zu Teilen auch gar nicht. Also zum Beispiel über gestern Abend war mein Sprecherkollege Gauland bei Frau Maischberger und der rekurrierte mit Recht darauf, dass die neben ihm sitzende Spiegeljournalistin Ammann das Gutachten hat, er aber nicht. Er sich also keinesfalls gegen ihre Vorwürfe aus dem Gutachten verteidigen kann. Und da fragt man sich schon, wie absurd ist das denn? Die Frage, die sich sicherlich nicht nur mir stellt, ist folgende. Wie kam die Presse an dieses Material? Entweder wurde einem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes Geld angeboten oder es handelt sich um einen Überzeugungstäter, der sein Amt missbraucht. Jedenfalls muss es irgendwie da rausgekommen sein. Oder aber das Leaken von Dokumenten ist schlichtweg von höherer Stelle gewünscht, womit wir wieder bei der politischen Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes wären. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass es rausgekommen ist, dass es also neudeutsch geleakt wurde. So oder so handelt es sich um einen unglaublichen in seiner Absurdität. Ich habe das so genannt auf meiner Facebook-Seite. Es ist ein geradezu kafkaesker Vorgang. Mich erinnert das an Franz Kafka, der Prozess. Ja, der beschuldigt wird, beschuldigt, weiß gar nicht, wessen er beschuldigt wird, aber ihm wird der Prozess gemacht. Das ist die Situation, die wir hier in etwa haben. Nun sind wir nicht bei einem Prozess, aber wir sind bei einem politischen Prüffall, der uns massiven Schaden zufügt und auch zufügen soll. Deshalb werden wir alle rechtlichen Möglichkeiten dagegen vorzugehen, von der Dienstaufsichtsbeschwerde über eine Strafanzeige bis hin zur verfassungsrechtlichen Klärung prüfen und gegebenenfalls die erforderlichen Schritte einleiten. Wir werden uns wehren und wir werden auf die Einhaltung des Rechtsstaates pochen, denn auch darin sind wir Rechtsstaatspartei. Man hat zuweilen das Gefühl, dass die Rechtsstaatlichkeit gegenüber allen gilt, aber nicht gegen unsere Partei. Das ist kein Mimimi der AfD, sondern das sind Dinge, die sich wie beschrieben zutragen. Dagegen wehren wir uns in aller Deutlichkeit und wir tun das in aller Deutlichkeit und wir tun das auf rechtlich einwandfreiem Wege. Man hat zuweilen das Gefühl, Deutschland sei eine Bananenrepublik ohne Bananen. Das kann es nicht sein, liebe Freunde, das kann es nicht sein. Naja, das mit dem Stegner wurde ja schon genannt. Ich nenne ihn immer, ich muss ja auch polemisieren, wenn man so lange redet, muss man ein bisschen auch polemisieren. Ich nenne ihn immer den Pöbelraller aus Bordesholm. Ja? Und der ist ja, ich meine, der Mann ist ja nicht so helle. Das muss man ja mal sagen. Ne? Ich muss auf dieses Zitat nochmal zurückkommen. Da twittert er. Es ist wirklich witzig, die Rechtspopulisten von der AfD, also wir, kommen endlich in den Fokus des Verfassungsschutzes. Dazu musste der unselige Herr Maaßen gehen, damit das passieren kann, was längst überfällig war. Da kann ich nur sagen, Ralf Stegner, ein Name, ein Geständnis. Ja? Der Mann ist so beschränkt, dass es die Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes auch noch zugibt. Wenn das so weitergeht, meine ich, müsste man irgendwann mal darüber nachdenken, ob nicht vielleicht der Verfassungsschutz vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte. Denn da werden ja im Kampf gegen eine Partei alle Register gezogen und da scheut man sich auch vor höchst seriösen Quellen nicht. Ja? Im Gutachten greift er, ich weiß das, obwohl ich das Gutachten noch nicht gesehen habe, aber ich weiß das aus der Presse. Danke, liebe Presse. Ja.
sechsmal auf Quellen der Antifa zurück. Der Verfassungsschutz greift auf Quellen der Antifa, also einer linksterroristischen Organisation, die nachweislich gewalttätig ist. Auf solche Quellen greift er zurück. Das ist in etwa so absurd, als wenn er linke Organisationen prüfen würde und dabei auf Quellen der Kameradschaft 88 zurückgreifen würde. Ja? Ungefähr so ist das. Auch nicht empfehlenswert. Und dann frage ich mich, wo bleibt eigentlich dieser Verfassungsschutz in seinem Prüfeifer, wenn man ihn mal wirklich braucht? Bei uns braucht man ihn nicht. Ich denke da eher an andere. Ich denke da zum Beispiel an die Grünen. Ich denke da an die grüne Mine Vaziri. Kennen Sie wahrscheinlich nicht, ehemalige Landesvorsitzende der Grünen Jugend Schleswig-Holstein. Die hat auf Twitter Folgendes kundgetan. Zitat. Ich wünschte, Deutschland wäre im Zweiten Weltkrieg vollständig zerbombt worden. Dieses Land verdient keine Existenzberechtigung. Zitat Ende. Nach Kabul oder Mazar-i-Sharif möchte die afghanischstämmige Nachwuchspolitikerin dennoch nicht zurückkehren. Schelte von ihrer Mutterpartei, Fehlanzeige. Kein Wort von der grünen Mutterpartei zu so etwas. Im grünen Dschungelcamp ist offenbar alles erlaubt. Andere wiederum marschieren wie selbstverständlich Seite an Seite mit dekadent degenerierten Deutschlandabschaffern von der Antifa. Der neueste Tiefpunkt kommt von einer anderen Jugendorganisation, von Klein Kevins Juso-Bande, die auf ihrem Bundeskongress allen Ernstes, und auch das ist verfassungsrechtlich relevant, Folgendes beschlossen hat: die Legalisierung der Abtreibung bis zum 9. Monat, also bis unmittelbar vor der Geburt von voll ausgetragenen Kindern, was nichts anderes ist, um das in aller Deutlichkeit zu sagen, als die Legalisierung von Kindsmord, solange es sich nur noch im Mutterleib befindet. Und wer sich sowas mal in Wort und vor allen Dingen Bild angeschaut hat, wie solche Prozesse sich zutragen, der erkennt die Grausamkeit und auch die Perversität dieses Denkens. Das sind im Übrigen dieselben Leute, die es dann für eine Menschenrechtsverletzung halten, wenn man einem Migranten zur Altersfeststellung den Handwurzelknochen röntgen will. Das ist eine Menschenrechtsverletzung. Was ist das für eine widerwärtige, tief abstoßende moralische Verkommenheit? Das sind Fälle für den Verfassungsschutz. Hier liegt ein glasklarer und massiver Verstoß. Ein glasklarer und massiver Verstoß gegen Artikel 1 Grundgesetz, die Menschenwürde vor. Hier liegt er de facto vor. Das, was man uns vorwirft, was man versucht irgendwie zu konstruieren, hier liegt es in Reinform vor und es passiert nicht. Die wahren Verfassungsfeinde sitzen woanders und der Verfassungsschutz schaut da offenbar weg. Wenn ein derart perverser Abtreibungsvorstoß der Jusos kaum thematisiert wird und fast zeitgleich die mit reichlich Steuergeld fürstlich versorgte Amadeo-Antonio-Stiftung eine Broschüre herausgibt, die dabei helfen soll, rechtsextreme Eltern anhand des Aussehens ihrer Kinder zu erkennen, dann muss man sagen, dieses Land ist offenbar verrückt geworden. Dafür ist jeder von euch. Einige kennen das, andere kennen das nicht, darum will ich das nennen. In dieser Schrift der Amadeo-Antonio-Stiftung steht drin, wie man rechtsextreme Eltern erkennt. Wenn ihre Söhne im Kindergarten gut gebaut sind und sportlich fit sind und ihre Töchter Kleider und Zöpfe tragen, dann sind sie vermutlich rechtsextrem. Also nicht die Kinder, sondern die Eltern. Die Kinder werden das dann. Vermutlich ist das für diese Leute so, also das spekuliere ich jetzt. Wenn so ein Mädchen einen Zopf hat, heißt das nur ein Elternteil Nazi, wenn sie zwei Zopf haben. Das ist nur minimal überspitzt formuliert die irre Denke dieser wirren psychopathologischen Gesellschaftsklempner. Das
Das eigentliche Problem besteht darin, dass solche Leute hierzulande für diesen Schwachsinn auch noch mit Steuergeldern alimentiert werden, wofür andere Leute arbeiten müssen. Vom Arbeiten halten die eher weniger. Wissen Sie, ich bin wirklich ein großer Freund der Meinungsfreiheit. Wenn die meinen, so einen Schwachsinn schreiben zu müssen, sollen sie das dürfen. Aber bitte nicht mit Steuergeldern, die wir erarbeitet haben. Da hört es echt auf. Und ich füge nur hinzu, wir arbeiten daran, dass sich das möglichst bald ändert. Unsere Söhne dürfen auch weiterhin gerne sehr sportlich sein und unsere Töchter, so sie es denn wollen, Zöpfe tragen. Viel Spaß bei den Kindergartengesprächen mit uns Eltern und Großeltern, liebe Linksideologen. Wir kommen dann mal im Sportdress und mit Zöpfen. Ja? Ja. Durchzieht so alle Politikfelder eigentlich. Wir haben das im ausgehenden vergangenen Jahr, ich will darauf aber nochmal eingehen, weil das ist ja jetzt nicht dadurch, dass es beschlossen ist, weg, sehr deutlich geworden am Migrationspakt, dem Global Compact for Migration. Während sich die deutsche Bundesregierung in entscheidender Zeit lieber mit sich und ihrer eigenen Unfähigkeit beschäftigt hat, hat in einer ganzen Reihe von Staaten die sogenannte Lektüre, die sorgsame Lektüre des Vertragstextes und schließlich nach der Lektüre die Vernunft obsiegt. Denn es weigerten sich schließlich eine ganze Reihe von Regierungen, diesen vollständig einseitigen und auf längere Sicht für entwickelte Staaten hochgradig gefährlichen Migrationspakt zu unterschreiben. So muss es sein. Alle diese Staaten bestehen auf souveräner Selbstbestimmung und widersetzen sich der aberwitzigen UN-Multikulti-Agenda. Nicht so Kanzlerin Merkel, nicht so Außenminister Maas, nicht so die gesamte Bundesregierung. Die unterwarfen sich diesem grandiosen Irrsinn dieses Paktes nicht nur, sie haben ihn sogar selbst höchst aktiv vorangetrieben. Aber klar, wenn wir dann von der AfD darauf aufmerksam machen, dass das ganz massive Gefahren für uns birgt, und dazu muss man den Text wirklich mal im Original lesen, dann wird es deutlich, dann schüren wir natürlich wieder völlig unberechtigte Ängste sogenannter besorgter, aufgehetzter Bürger. Schauen Sie sich nur mal an, jetzt so im Nachgang, das lief ja im Dezember, wer diesen Pakt unterschrieben hat und welche Delegationen in Marrakesch dann gejubelt haben, als die Unterschriften geleistet waren. Unter anderem Afghanistan, Tunesien, Kenia, Pakistan, Saudi-Arabien, Burkina Faso, Djibouti, Togo, Sudan, viele, viele andere und auch Deutschland und Frankreich. Wahre Blüten des Fortschritts. Eine exquisite Gesellschaft, möchte man sagen. Man kann sich denken, weshalb ausgerechnet solche Länder den Pakt unterschrieben haben. Und wer hat eigentlich den Migrationspakt nicht unterschrieben? Österreich, Tschechien, Polen, Ungarn, Italien, die USA, Australien, die Slowakei, Chile, ja sogar Schweden. Also die ganz schlimmen Länder, die ganz böse Gesellschaft, die uns die politischen Borderliner von der Vereinigten Linken zu verstehen geben. Filiz Polat, Kai kennt ihr vielleicht, oder Herr Keuter, kennen Sie Filiz Polat? Grüne Bundestagsabgeordnete, muss man nicht wirklich kennen. Ist aber gut für Stilblüten. Die hat im Deutschen Bundestag, wo war sie da eigentlich, nicht im Plenarsaal? Hat die... Na gut, wenn Grüne reden, darf man mal austreten. Wäre aber interessant geworden. Die hat im Bundestag das Volk wissen lassen, uns Menschen wissen lassen, mit Volk haben wir es auch nicht so, also uns Menschen wissen lassen, dass Petitionen und Bewegungen, die sich gegen den Migrationspakt richten würden, antisemitisch seien. Hat die im Bundestag gesagt. Ich habe dann Frau Polak via Facebook mal gefragt, ob denn dann auch Israel, das den Pakt auch nicht unterschrieben hat, ihres dafür halt es antisemitisch sei. Ich kann mir das gar nicht erklären, die hat nicht geantwortet. Aber so ist das mit den kognitiven Tiefliegern von den Grünen. Laut einer unveröffentlichten Studie ist jeder dritte Grüne genauso blöd wie die anderen zwei, wirklich. Also, die Polemik ist starten. Bei denen gehen wir manchmal ein bisschen die Gäule durch für die Presse. Ich bitte um Nachsicht, aber es ist
es manchmal eben schwer. Ohne uns wüsste hierzulande wohl kaum ein Mensch, was es überhaupt mit dem Migrationspakt auf sich hat. Die Merkel-Regierung hat mal wieder in typischer Vernebelungstaktik, und das ist deren Kernkompetenz, versucht, ein derart wichtiges Thema totzuschweigen, das Volk für dumm zu verkaufen, es nicht zu informieren, weil sie ganz genau wussten, dass dieser ganze Pakt, den sie nun unterschrieben hat, nicht im Interesse des deutschen Volkes ist. Andernfalls hätte man ja auch gar nicht erst versuchen müssen, das Thema totzuschweigen. Deutschland mutiert mal wieder zu so einer Art UN-Klassenstreber. Es ist einzig und allein das Verdienst der AfD, dass hierzulande überhaupt diese Debatte stattgefunden hat. Abgelehnt wurde er dennoch nicht. Mit Merkel könnte man sagen, nun ist er halt da. Ja, so ist er. Und von möglichen Gefahren des Migrationspaktes wird nun beschwichtigt. So als ob seine Macher stillheimlich wüssten, dass ihr Machwerk eigentlich ein Unding ist. Jetzt wird gesagt, dieser Pakt sei unverbindlich und doch eigentlich zahnlos. So das typische Geschwurbel. Wenn dem wirklich so ist, die Merkel hat immer wieder darauf hingewiesen, stellt sich doch unweigerlich die Frage, warum man diesen Pakt dann überhaupt aufgesetzt hat. Hätte man sich das ganze Theater dann nicht gleich sparen können? Unsere noch Bundeskanzlerin Merkel hat das mit Abstand überzeugendste Argument für die Unterzeichnung des Migrationspaktes geliefert. Merkel sagte wortwörtlich, das hat sie in Warschau gesagt, er, also der Migrationspakt, ist rechtlich nicht bindend, deshalb steht Deutschland dazu. Das hat sie genau so gesagt. Interessant. Wirklich überzeugt. Hat sie in Warschau vor ein paar Wochen gesagt. Wenige Minuten später übrigens sprach dann der polnische Ministerpräsident und teilte mit, dass Polen den Pakt nicht unterzeichnen werde. Insofern muss man sagen, Frau Merkel hat also auch etwas Gutes. Sie ist so eine Art migrationspolitische Vogelscheuche für den Rest der Welt. Don't do it like nothing. Aber vermutlich ist das alles, was ich Ihnen hier erzähle, wieder nichts anderes als Panikmache. Kommt ja von uns und wir sind die Oberpanikmacher. Panikmache ist in unserem Land mittlerweile ein anderes Wort für Wahrheit. Schon Kurt Tucholsky, und der war beileibe kein Rechtspopulist, das war ein ganz linker, aber ein sehr guter, hat gesagt, in Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht. Liebe Freunde, und ich hoffe, der Verfassungsschutz, der sicherlich auch davon was mitkriegt, was ich hier rede, nehmen Sie das nicht zu wörtlich, meine lieben Schlapphüte. Wir bleiben gefährlich. Für die schon länger hier Regierenden. Und für die wollen wir auch gefährlich sein. Nein, wir wollen keine physischen Angriffe, aber wir wollen sie endlich aus der politischen Verantwortung verabschieden, damit sie nicht noch mehr Schaden machen. Darum werden wir weiter auf den Schmutz hinweisen, den diese Herrschaften zu verantworten haben. Das ist zugegeben nicht immer einfach, nicht immer ungefährlich und häufig auch mit persönlichen Risiken und Rückschlägen verbunden. Liebe Freunde, man wird weiterhin auf uns eindreschen, machen wir uns nichts vor. Das wird sogar noch ungemütlicher. Also irgendwie, ich habe da so einen inneren Seismografen, ich merke, wie das von Monat zu Monat ungemütlicher wird. Leider, ehrlich gesagt, auch im Wortsinne gefährlicher. Das ist nicht schön. Dann bringt es auch nur wenig, wenn wir mit Fakten kommen. Ich versuche das. Ich werde nicht aufhören, mit Fakten zu arbeiten. Ich werde auch, wenn ich in öffentlichen Hearings bin, ich bin einer der wenigen, die immer irgendwie mit Daten, Fakten kommen. Das irritiert einige. Mir wurde letztens sogar der Vorwurf gemacht, den fand ich amüsant. Ich würde mit Fakten hetzen. Keine. Eine bemerkenswerte Feststellung, sagen Sie selbst. Was machen dann eigentlich Heiko Maas, Angela Merkel und Co., wenn ich mit Fakten hetze? Ich sage Ihnen, was Sie tun, mit Fake ruhig stellen, das machen die. Ja, das macht einen Unterschied. Und die sind ganz gut im Fake. Und der linksideologische Irrsinn greift ja auch noch auf weitere Themenfelder über. Ich kann es nicht lassen, ich muss auch auf die Dieselfahrverbote zu sprechen kommen. Sie wissen, ich habe lange in Stuttgart gearbeitet, da ist das im Moment ein Riesenthema.
Mit diesen Dieselfahrverboten drohen sowohl die Enteignung von Millionen von Autofahrern als auch der Verlust von Hunderttausenden an und für sich krisenfesten, hochqualifizierten Facharbeiterjobs in der Automobilindustrie und in der Zulieferindustrie. Es geht um Hunderttausende Arbeitsplätze. Nicht nur um unser Wohl als Autofahrer, sondern auch darum. Deutschland ist, das ist allgemein bekannt, weltweiter Spitzenreiter in der Dieseltechnologie. Und nun machen wir uns einen der letzten noch verbliebenen Standortvorteile, so viele sind das nämlich nicht mehr. Muss man nicht bis China gucken, aber es hilft. Nun machen wir uns den ohne Not auch noch selbst kaputt. Deutschland muss wirklich verrückt geworden sein. Eine Energiewende mit der ideologischen Brechstange bei gleichzeitiger Umstrukturierung auf eine extrem ressourcenverschlingende Elektromobilität, das muss und das wird scheitern. Gucken Sie sich diese Elektrokarren mal an, aber gucken Sie sich nicht nur die Elektroautos an. Die haben mir im baden-württembergischen Landtag erzählt. Hier Verkehrsminister Herrmann, der war gestern im Tagesthemen. Es ist unglaublich, mit welchem Intelligenzquotient man in Deutschland Minister werden kann. Und auch übrigens auch Ministerpräsident Kretschmann. Die haben im baden-württembergischen Landtag, als ich noch da war, vom emissionsfreien Autofahren gesprochen. Das ist physikalischer Blödsinn. Dazu muss man jetzt nicht studiert haben. Das ist einfach Blödsinn. Es gibt kein emissionsfreies Autofahren. Es ist Nonsens. Es ist wirklicher Nonsens. Und schauen Sie sich bitte mal an, was die Produktion der Batterien dieser Fahrzeuge an CO2-Verbrauch hat. Und dann nehmen Sie mal die Ökobilanz, und zwar des Gesamtautos von der Entstehung bis zur Verschrottung. Und dann legen Sie mal einen modernen Diesel- und Elektroauto gegenüber. Und dann werden Sie feststellen, dass Sie so viel mit dem Diesel gar nicht fahren können, dass Sie zu den Emissionen kommen, die Sie an Ressourcenverbrauch bei diesen Elektroautos haben. So ist das. Ja. Es geht auch noch ganz anders. Man muss ja überhaupt nicht Auto fahren. Da gibt es im baden-württembergischen Landtag einen, der kommt immer mit dem Roller, ist auch so ein Grüner, und der meint, kein Mensch braucht ein Auto. Auch interessant. Also die Rettung ist nah und sie kommt natürlich wieder von den Weltverbesserern der Grünen Partei. Die wissen nämlich ganz genau, wie man Energie spart und dennoch Arbeitsplätze schafft. Aus den Reihen der Grünen kam zum Beispiel ernsthaft der Vorschlag, man könnte Eseltaxis einführen. Glauben Sie nicht? Stimmt, prüfen Sie das. Alles, was ich sage, ist öffentlich, wird gefilmt. Sie können das also prüfen. Wenn das Fake ist, dann bin ich morgen dran. Stimmt aber. Ja? Das sind keine normalen Esel, nein. Ich bin lernfähig und lerne dazu. Das sind sogenannte Poitou-Esel. Die bringen von Karren gespannt eine Höchstgeschwindigkeit von sage und schreibe 24 Stundenkilometer. Im Durchschnitt aber nur 5 bis 6 Kilometer auf die Straße. Wir haben im Auto eben mal, als wir hierher fuhren, gerechnet, also ich hätte es in etwa 30 Stunden hierher geschafft mit so einem Esel. Ich meine, wenn der Esel das aushält. Ja. Weil da kommt das Gewicht hinzu und dann wird es kritisch. Also Chapeau, da sieht mal Euro 5 Diesel ziemlich alt aus. Ich habe das, wenn Sie das für Satire halten, habe ich zunächst auch für Satire gehalten. Habe ich dann bei meinen Mitarbeitern versichert, sag mal, stimmt das wirklich? Ja, es stimmt. Das stimmt tatsächlich. Eine grüne Lokalpolitikerin aus der Pfalz, aus Rheinland-Pfalz, schlägt solche Eseltaxis vor und hält das für einen sinnvollen Beitrag zur Entschleunigung des Lebens. Gleichzeitig, ist interessant, ja, kann man sich nicht ausdenken. Meine Damen und Herren, ein Land, das solche Politiker hat, braucht keine Satiriker mehr. Sagen wir das, ja? Gleichzeitig arbeitet man in Berlin und Brüssel geradezu systematisch an der Zerstörung des Automobilstandorts Deutschland durch von größeren Autos als Kleinstwagen nachweislich physikalisch nicht erfüllbare Grenzwerte. Das geht objektiv nicht. Die Grenzwerte, die man vorgibt, werden dazu führen, dass hier in wenigen Jahren Firmen wie Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes keine Autos mehr produzieren können, weil diese Grenzwerte nicht erfüllbar sind. Die können dann auch Kleinstwagen produzieren. Aber jetzt gucken wir doch bitte mal, wer sind denn die führenden Hersteller von Klein- und Kleinstwagen? Sind das deutsche Automobilhersteller? Nein, das sind andere und Sie können das durchgehen, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Das sind Koreaner, das sind Franzosen, das sind Italiener, das sind andere. Die können das. Mit denen können wir dann konkurrieren. Damit können wir nicht reüssieren an Weltmärkten. Wir sind für unsere
höherwertigen Autos bekannt und die können diese Grenzwerte nicht erfüllen. Die komplette Flotte fällt weg. Und diese Dieselgrenzwerte, das kommt erschwerend hinzu, sind sowieso grober Unfug. Professor Köhler mittlerweile in aller Munde, ich kenne ihn schon etwas länger, wie ich diese Werte auch schon etwas länger kenne, ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, hat am Montag bei Plasberg gesagt, dass die ganze Diskussion um Grenzwerte und Fahrverbote an der Realität komplett vorbeigeht. Die ganzen Grenzwerte sind willkürlich und unwissenschaftlich festgelegt worden. Dahinter steht die typische ökopopulistische Panikmache. Und wenn Sie mal hören, was die Grünen dazu vorbringen, zur Verteidigung, dann sagen die ja, diese Grenzwerte, die gibt es schon 9 Jahre, einige von denen 14 Jahre. Dann kann das ja nicht falsch sein. Was ist das bitte für ein Schwachsinnsargument? Weil es das schon 9 Jahre gibt, ist das überzeugend? Das ist Kokolores, das ist völliger Kokolores. Die haben nichts. Es ist ökopopulistische Panikmache, nichts anderes. Ein Beispiel. Wenn Sie zu Hause eine Kerze anzünden, erreichen Sie nach 10 Minuten 140 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter. 140. Wenn Sie Spaghetti kochen auf dem Gasherd, kommen Sie schnell auf 1300 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter. Gibt es bei mir im Haus relativ oft, weil wir viel Spaghetti machen. Ich habe Kinder und ein Gasherd haben wir auch. Eigentlich müssten wir schon tot sein, ja? Aber ist nicht so. Und das beim Grenzwert von gerade mal 40 Mikrogramm NO2 für die Straßen einer Stadt. Exemplarisch Neckartor Stuttgart, das ich sehr gut kenne, weil ich da jahrelang jeden Tag vorbeigekommen bin. Wenn Sie eine Zigarette rauchen, atmen Sie sogar eine um Millionen stärkere Stickoxidkonzentration ein. Nach der Logik dieser linksgrünen Ökohysteriker müssten Sie also bereits nach wenigen Zigaretten mausetot sein. Heißt jetzt nicht, dass Sie das mal testen sollten. Rauchen bleibt ungesund, keine Frage. Aber Sie merken, dass hier völlig, wirklich völlig vollkommen faktenbefreit meinungsprägende Ökopopulisten ohne Rücksicht auf Verluste eine über Jahrzehnte hinweg mühsam aufgebaute Automobilindustrie und Zulieferindustrie zerlegen, Autofahrer und Autobauer tyrannisieren und enteignen, nur um etwas für ihr vorgebliches grünes Gewissen zu tun. In so einem Umfeld kann eine Volkswirtschaft nicht gedeihen und ich sage Ihnen, wir werden allerschwersten ökonomischen Schaden nehmen und dann ist auch dieser ganze grüne Budenzauber sehr schnell vorbei. Leider ist es dann zu spät, denn das kriegen wir dann so schnell nicht wieder hin. Dann werden wir förmlich einen industriellen Wiederaufbau machen müssen, wenn wir diese Grünen mit diesem Irrsinn noch lange gewähren lassen. Ich bin von Hause aus und habe das über 2,5 Jahrzehnte gemacht, Ökonom. Und ich weiß, dass die soziale Marktwirtschaft und der Schutz von Eigentumsrechten dieses Land groß gemacht haben. Ich weiß es ganz genau. Diese ganzen wirtschaftssadistischen Öko-Ideologen dieser Tage sind gerade dabei, genau das alles zu zerstören. Die fangen jetzt auch mit Enteignung von Wohneigentum demnächst an. Das wird das nächste sein. Weil sie glauben, dass sie mit staatlichen Lösungen in der Wohnungspolitik dem in der Tat vorhandenen Nachfrageüberhang auf dem Wohnungsmarkt begegnen können. Sie können es nicht, damit machen sie alles viel schlimmer. Was dabei rauskommt, habe ich in der DDR gesehen, als es sie noch gab. Ich komme nicht von da, ich war relativ oft dort zu Besuch. Und ich weiß, was es heißt, Mietpreise festzuschreiben. Ich weiß, was es heißt, wenn kein Geld dafür da ist, Haus und Eigentum in Ordnung zu halten. Alles völliger Wahnsinn, was sie da machen. Die haben keine Ahnung, diese Leute. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber hier sind eindeutig zu viele Leute unterwegs, die ihren Kopf offenbar nur dazu haben, dass es zum Hals nicht reinregnet. Anders kann ich mir das nicht erklären. Mal ganz im Ernst und ohne solche Zoten. Wir haben in den zurückliegenden Jahrzehnten sehr viel in die Entwicklung dieser Dieseltechnologie investiert und wir sollten das nicht achtlos wegwerfen. Unser moderner Diesel ist zurzeit der beste Antrieb, den es gibt, auch und insbesondere im Interesse einer sauberen Umwelt. Das ist so und das kann jeder jederzeit überprüfen. Dazu muss man nicht Ingenieur oder Physiker sein. Die Fahrverbote sind nur ein aggressives Kampfmittel gegen den Automobilstandort Deutschland und bringen der Umwelt letztlich gar nichts. Die wahren Konsequenzen sind dagegen eine Entindividualisierung des Verkehrs zugunsten eines eigentumsfeindlichen Mobilitätskollektivismus und die Vernichtung von Hunderttausenden Arbeitsplätzen. Und die hören übrigens nicht auf, also dieses Muster von der deutschen Umwelthilfe. Und diesem unsäglichen Herrn Resch mit den ganzen Musterklagen, der uns da ökologisch beglücken will, der findet jetzt bei den Veganern
habe ich die Tage gelesen, seine Entsprechung. Die wollen jetzt auch noch mit dem Fleischverbot weitermachen, weil nämlich dabei noch mehr Stickoxide emittiert werden. Also wir dürfen dann nicht nur kein Diesel mehr fahren, wir dürfen auch kein Fleisch mehr essen. Wir sagen, wenn wir das eine machen, ist das andere nur mehr folgerichtig. Ungefähr da sind wir und ungefähr das wird auch in Brüssel unterstützt und ungefähr deswegen gehe ich dahin, um meinen Beitrag dazu leisten, dass sie diesen Unfug nicht weitermachen können. Und ich frage mich wirklich, warum der deutsche Michel das alles mit sich machen lässt. Er lässt sich ständig weiter drängeln, gängeln, lässt sich noch mehr ausnehmen, höhere Abgaben, höhere Steuern, alles für den Staat, weil der angeblich besser weiß als der Bürger selbst, was gut für ihn ist. Das ist mein Credo, nicht erst seit ich in der Politik bin, dass das falsch ist. Sondern wir müssen auf die Freiheit der Menschen setzen und auf ihre Vernunft, die ihnen systematisch vom Staat aberzogen wird. Daran müssen wir etwas ändern. Wir als AfD werden nicht dabei zusehen. Und ich sage ganz dezidiert, wir sind auch die Partei der Autoindustrie und wir sind auch die Partei der Autofahrer, liebe Freunde. Und wir werden da los. So, ich komme so langsam zum Schluss. Das heißt nicht, ich bin in einer Minute fertig, aber in wenigen. Sie merken, es liegt noch viel Arbeit vor uns, um in diesem Land die so dringend notwendige Kurskorrektur einzuleiten. Politisch, moralisch und kulturell. Als AfD, das ist meine Überzeugung, sonst schünde ich nicht hier, sind wir die einzige Kraft, die dazu imstande ist. Der nächste konsequente Schritt dieser Kurskorrektur wird die Wahl zum Europäischen Parlament sein, wo ich derzeit noch der einzige AfD-Abgeordnete bin. Wo wir aber mit einer bärenstarken Gruppe, und ich hoffe, Verena Wester wird dazugehören, aus der Wahl hervorgehen werden. Das ist im Moment manchmal ganz witzig, da alleine zu sein. Also wenn die deutsche Landesgruppe tagt, dann bin ich ganz bei mir, sage ich immer. Ja. Und da ich mich mit mir gut verstehe, geht das auch sehr harmonisch zu. Das ist bei der AfD nicht immer so. Ich bin aber sehr überzeugt, dass wir uns eine tolle Liste da zusammengewählt haben, erst in Magdeburg und dann in Riesa, dass das auch harmonisch weitergehen wird und dann vor allen Dingen, und dafür ist man ja letztlich da schlagkräftiger, weil, sind wir mal ehrlich, als einzelner Abgeordneter erreicht man da nicht wirklich viel. Mit einer großen Gruppe kann das ganz anders aussehen. Das wollen wir versuchen. Zeigen wir dazu den Menschen in unserem Land, das ist mir wichtig, das zu sagen, um ein bisschen Europapolitik zum Schluss noch reinzubringen, dass wir eben nicht die Anti-Europäer sind, als die uns verleumdenden Gegner nur allzu gerne darstellen. Sondern dass wir die einzige politische Kraft in Deutschland sind, die die Ursprungsidee der Europäischen Union, die mal Europäische Gemeinschaft hieß, noch kraftvoll vertritt. Die Ursprungsidee ist die eines Europas der Vaterländer. Vaterländer, die in Frieden, Freiheit und selbstverständlich auch verbleibender nationaler Souveränität auf den politischen Feldern kooperieren, wo wir es mit echten internationalen Aufgaben zu tun haben. Ohne Bildung eines Superstaats EU unter Auflösung der Nationen, wie sie die derzeit noch den Ton angebenden Eliten durch alle erdenklichen Hintertüren anstreben. Das ist wichtig, achten Sie darauf, man muss da wirklich genau hinschauen. Da hat man gestern auch Herrn Gauland in der Sendung von Maischberger, die ich dann vom Fernseher mir angeschaut habe, ausnahmsweise mal fernsehend, gesagt, das ist doch Quatsch, was der Mann da redet. Nein, das ist kein Quatsch, er hat nämlich darauf hingewiesen, dass genau das geschieht, die Auflösung der Nation. Natürlich ist das angestrebt und natürlich macht man das nicht offen, sondern man macht es durch die Hintertür. Wenn Sie mit Verlaub einen gemeinsamen europäischen Haushalt machen wollen, wenn Sie eine gemeinsame europäische Armee machen wollen, wenn Sie eine gemeinsame europäische Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik machen wollen, dann gründen Sie damit zwangsläufig, weil das sind staatliche Aufgaben, durch die Hintertür, ohne es so zu benennen, die Vereinigten Staaten von Europa. Sie lösen die Nation sukzessiv auf. Was hätte denn der Bundestag noch zu sagen, wenn er über das Budget nicht mehr zu entscheiden hat oder nur noch über ein Regionalbudget, das eigentliche Budget aber in Brüssel entschieden wird? Das ist das, was geschieht. Wir bewegen uns Schritt für Schritt immer weiter zu einer Entnationalisierung. Das ist nicht das, was die Bürger der Europäischen Union wollen, mehrheitlich nicht. Das ist auch empirisch ganz gut erforscht. Und uns vorzuwerfen, wir wären da ja sozusagen verrückt, und was man Herrn Gauland gestern Abend nicht alles sagte, ist falsch. Weil es nämlich stattfindet.
Und glauben Sie mir, ich hätte da noch ein paar Namen hinzuzufügen gehabt, denn ich bin nun andauernd in Brüssel und Straßburg. Und ich weiß, was Herr Juncker sagt und ich weiß, was ein Herr Timmermans als stellvertretender Kommissionspräsident im Sinn hat. Sie sagen es auch sehr klar. Es geht im Kern um eine Multikulti-Gesellschaft, es geht um die Auflösung von Nationen. Und wir werden diejenigen sein, wir sind die Einzigen im Übrigen, die da wirkungsvoll dagegen arbeiten, weil die anderen tun das allesamt nicht. Auch eine CDU und eine CSU tut das im EP nicht. Man kann es an den Einzelentscheidungen beobachten. Das ist ganz, ganz klar. Die tun das nicht. Wir werden das tun. Wir werden im Europaparlament mit all unserer Kraft und all unserer politischen Leidenschaft für das genaue Gegenteil dieses Unfugs kämpfen, die Nationen aufzugeben, weil nämlich das Gegenteil dessen richtig ist, was die links-rot-grün verseuchten 68er, und ich halte an dieser Formulierung fest, egal wie kritisch die von manchen gesehen wird, was die links-rot-grün verseuchten 68er fordern. Es ist die Überwindung der Staatlichkeit, der Nationalstaatlichkeit. Das ist Unfug und den wollen wir nicht mitmachen. Das moderne Europa, so wie es uns vorschwebt, ist ein Europa souveräner, freiheitlicher, kooperativer, zugleich friedlicher und wehrhafter Vaterländer. Benennen wir das ganz klar. Denn alle anderen Ideen sind nichts als naiver Unfug und führen letztlich zur Zerstörung Europas. Sie können das vergleichen, wo Sie Nationen zusammengefügt haben, ob Sie das Sowjetimperium nehmen oder ob Sie das Kunstgebilde in Europa, Jugoslawien, nehmen. Das hat keinen Bestand, das zerfällt. Nicht? Und dann zerfällt das in kleinere Einheiten, weil da sind nationale Identitäten, die sind da. Ich bin absolut zuversichtlich, dass das neue Europaparlament ganz anders aussehen wird als das alte. Da sind viele Verbündete, die die gleiche Vorstellung einer wirklich moderneren EU im Sinn haben wie wir. Ich denke an Heinz-Christian Strache, den ich gut kenne von der FPÖ. Ich denke an Matteo Salvini von der italienischen Lega. Ich denke an Salvini. Ich denke an Viktor Orban aus Ungarn. Sind übrigens, achten Sie mal drauf, finde ich auch ganz interessant, nur als Randbemerkung und ohne da zu viel reindeuten zu wollen. Das sind alles Leute mit vielen Kindern. Was mich mit all diesen Leuten verbindet, ich habe viele Kinder, die auch. Ja, das ist so. Also, ja. Die haben ein Interesse an einer guten Zukunft. Das hat man nämlich, wenn man viele Kinder hat. Ich habe 5 Kinder, der Orban hat 5 Kinder, der Strache ist jetzt gerade am 1. Januar nochmal Vater geworden, hat jetzt 3 und so weiter. Ja, die haben alle viele Kinder. Seien Sie sich absolut sicher, wir sind da nicht allein mit unseren Zielen und Vorstellungen. Und wahrscheinlich weiß das niemand besser als ich, weil ich nur seit einiger Zeit da bin und Woche für Woche internationale Gespräche führe. Zeigen wir den Menschen, und damit komme ich wirklich zum Ende, zeigen wir den Menschen, dass wir von der AfD hier die einzig wahren Europäer und die eigentlichen Verteidiger europäischer Werte gegen alle Anfechtungen sind. Wir haben eine große Aufgabe vor uns, die wir nur gemeinsam mit unseren anderen Partnern meistern können. Für heute wünsche ich Ihnen allen einen schönen Neujahrsempfang. Ich freue mich schon jetzt auf viele Wahlkampfauftritte im Europawahlkampf hier in Nordrhein-Westfalen. Bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Professor Meuthen. Eine tolle Rede. Ihr Applaus war bezeichnend. Wird uns sehr viel Rücken mitgeben für den Europawahlkampf und die übrigen Wahlkämpfe, die wir in diesem Jahr haben. Professor Meuthen muss nach Berlin, hat aber sich gerade eben bereit erklärt, noch 3 kurze Fragen, mit kurzen Fragen meine ich kurze Fragen und nicht lange Statements, zu beantworten. Wir haben leider nur ein Mikrofon. Ich husche dann eben durch die Reihen. Wer hat eine Frage an... Meine Frage wäre die, wenn die AfD gefragt wird, wie sich die Renten vorstellt, könnte man da nicht wieder so, wie es früher einmal war, den Bismarck aktivieren? Wer hat für die Renten gesorgt? Den kennt ihr in Deutschland, ja, und man muss nicht was Neues aufbauen. Denn Bismarcks Rentenvorschlag
steht, ja, und keiner hier begreift, dann gibt es auch wieder gute Rettung, wenn die Wirtschaft läuft, ja, und wenn das keine Nutzung zurückgeht. So, ich eile zurück mit dem Mikrofon, es ging um die Renten in Bismarck. Also, das ist jetzt eine Frage, die eine Antwort normalerweise nicht unter 20 Minuten erlaubt. Weil ich dazu sehr, das ist so eines meiner Spezialthemen und es ist kein Thema so komplex wie das der Renten. Ich sage Ihnen, dass das, was Sie insinuieren, wenn wir auf das Bismarck'sche Modell zurückkommen, dann werden wir das Problem damit, ich sage das deutlich, nicht lösen. Wir werden es aus verschiedenen Gründen nicht lösen. Weil die Prämissen, unter denen das Umlageverfahren, das ist letztlich der Gedanke, auf denen das fußt, die sind nicht mehr vorhanden. Und die kriegen wir auch nicht mehr hin. Das würde nämlich heißen, das ist so nach dem Adenauerschen Gedanken, Kinder kriegen die Leute sowieso. Nee, kriegen die nicht. Und wir haben jetzt benutze ich einen technischen Terminus, eine Reproduktionsrate, also eine Geburtenrate pro Frau, die liegt bei uns bei etwa 1,3. Die müsste bei 2,1 liegen, um eine demografische Konstanz zu haben. Ohne demografische Konstanz geht das nicht. Und dann müssen Sie das auffangen. Dann haben Sie in dem bestehenden System, das auf Bismarck zurückgeht, da haben Sie recht, drei Möglichkeiten. Entweder Sie senken die Rentenleistungen immer weiter ab, bis Sie auf dem Hartz-IV-Niveau sind, und davon sind wir nicht mehr weit entfernt. Also der Medianrentner liegt bei 800 Euro. Das kriegen Sie bei Hartz-IV fast auch. Oder aber Sie erhöhen die Lebensarbeitszeit, denn das kommt erschwerend als nächstes hinzu. Die Menschen werden nun signifikant älter als noch vor 3-4 Jahrzehnten. Und dann sind Sie bei einer 7 vorne, darunter wird das nämlich rechnerisch nicht möglich sein. Und das können die meisten Menschen nicht, weil es unendlich viele Berufe gibt, wo sie das nicht machen können. Hochschullehrer oder solche Leute, die können das machen, aber viele, viele andere können das nicht. Oder Sie erhöhen die Beitragssätze auf eine Höhe, wo Sie mal 25, 26, 27 Prozent sind. Und das auf die Steuerlasten obendrauf wird viele Menschen zu der Erkenntnis führen, dass sich überhaupt nicht mehr lohnt, weiterzuarbeiten. Und eine von diesen drei Grausamkeiten müssen Sie begehen, damit das Ding funktioniert. Und das heißt, innerhalb des bestehenden Systems, ich lege mich da fest, ich werbe auch für ein Modell, das ich selber entwickelt habe, innerhalb des bestehenden Systems funktioniert das nicht, weil die Prämissen, die Grundvoraussetzungen nicht mehr erfüllt sind. Die werden übrigens noch viel schwieriger, wenn Sie die Auswirkungen der Digitalisierung mitnehmen, denn die werden dazu führen, dass noch weniger Menschen gebraucht werden für die Arbeitsleistung und da funktioniert das gar nicht mehr, weil die müssen dann so hoch belastet werden, dass sie es auch gleich lassen können mit der Arbeiterei. Das heißt, innerhalb des bestehenden Systems funktioniert das nicht, deswegen muss man auch da eine Alternative finden. Und glauben Sie, alles geprüft, wenn Sie anfangen, hier die Beamten einzubeziehen oder die Selbstständigen einzubeziehen, abgesehen davon, dass Sie das auf die kurze Frist nicht machen können und das kein Problem löst, werden Sie sich daran die Zähne ausbeißen, weil den Beamten bringt das überhaupt nichts, weil das müssen Sie dann über Jahrzehnte aufbauen. Das hält aber keine Jahrzehnte, weil wir in 10 Jahren bereits im Eimer sind. Und bis dahin können Sie das nicht gelöst haben. Und bei den Selbstständigen wird das heißen, dass die Menschen sich nicht mehr selbstständig machen, weil Selbstständigkeit sowieso in unserem Land mit so vielen administrativen Hürden versehen ist. Wenn Sie dann noch mit einer Renten- und Sozialversicherungspflicht dazukommen und die Menschen nicht selber machen lassen, machen die Leute sich gar nicht mehr selbstständig. Das heißt, damit fangen Sie es auch nicht auf. Also der Gedanke, wir kopieren das mal bei den Österreichern oder den Schweizern, den ich immer wieder höre, wenn Sie den sauber prüfen, ich kann das hier nicht im Detail erklären, weil sonst würde ich eine halbe Stunde reden. Ich könnte das, aber das würde den Rahmen sprengen. Das funktioniert nicht. Sie können nicht einfach sagen, wir kopieren da die Österreicher oder Schweizer. Nein, nur weil da alle einbezahlen. Die Schweizer haben viel, viel bessere Voraussetzungen in allem. Und bei den Österreichern läuft das, bei allem Respekt vor den Österreichern, in einer Weise auf Punkt, dass ihnen gewaltig auf die Füße fallen wird. Insofern von meiner Seite auf Ihre Frage, man kann es auch ganz kurz sagen, nein, funktioniert nicht. Danke. Vielen Dank. Schönen Abend, danke für die Zulassung der Frage. Herr Professor Meuthen, und zwar wollte ich wissen, Sie sind ja im EU-Parlament und wie sieht Ihre Vorstellung aus zu einem gerechten Steuersystem? Also vielen ist bekannt, dass Großkonzerne in der Europäischen Union nicht den Steuersatz bezahlen, der eigentlich angemessen wäre und dass der Mittelstand und die kleineren Leute meistens massiv belastet werden. Wie sieht da Ihre Vorstellung aus für die Zukunft, dass das Ganze ein bisschen fairer gesteuert wird? Dankeschön. Spannende Frage, ja. Ich gehe das Mikro weiter. Also ich kriege halt nur gute, spannende, aber nicht
ganz einfach zu beantwortende Fragen. Also zunächst einmal, Sie sagen, ich sitze im EU-Parlament, das ist der falsche Ort für sowas. Ich bin aber nun Finanzwissenschaftler von Haus aus, das heißt Volkswirt mit dem Spezialpunkt öffentliche Finanzen, genau genommen Spezialgebiet Steuerlehrer. Also ich kenne mich da wirklich aus, ich habe das 20 Jahre gemacht. Im EU-Parlament mache ich das nicht. Ich bin vor allen Dingen der festen Überzeugung, dass man der EU, und dabei werden wir dort auch kämpfen, überhaupt keine eigene Besteuerungskompetenz zubilligen sollte. Denn auch das ist wieder eigentlich. Aber das beantwortet natürlich Ihre Frage nicht. Wir müssen es auf nationaler Ebene machen. Und natürlich müssen wir arbeiten mit bilateralen Abkommen, Doppelbesteuerungsabkommen, die es auch gibt. Und wir müssen uns da schon darum bemühen, dass diese Steuervermeidungsstrategien namentlich von Großkonzernen vermieden werden. Das ist in der Tat ein unglaublich wichtiges Feld, weil Sie müssen sich vorstellen, dass diese Großkonzerne natürlich Legionen von Steuerrechtlern beschäftigen, die genau diese Schlupflöcher suchen. Und deswegen halte ich es schon grundsätzlich für sinnvoll, es sollte nur nicht auf der EU-Ebene laufen, dass hier international kooperiert wird und dass man solche Schlupflöcher auch schließt, wie wir sie zum Beispiel in Luxemburg finden, wie wir sie in Irland in noch stärkerem Maße finden. Man kann da darüber sinnieren, aber das ist ein gefährliches Feld, dass man mit Mindeststeuersätzen arbeitet, auf die man sich in solchen Abkommen verständigt. Ich warne aber immer, und da hören Sie raus, ich bin freiheitlicher durch und durch, vor dem ausbeutenden Staat. Deswegen will ich auch keine supranationalen Besteuerungskompetenzen, denn das wird der Ausbeutung Tür und Tor öffnen. Das heißt, dass ich einen Steuerwettbewerb, den möchte ich durchaus haben, der muss aber ein missbräuchliches Steuerdumping vermeiden. Und das ist in der Tat eine filigrane Problematik. Also mit den Steuersätzen, mit denen da zum Teil gearbeitet wird, kann man fairerweise nicht arbeiten. Das führt nämlich tatsächlich dazu, dass Großkonzerne Steuervermeidungsstrategien an den Tag legen können, dass das der Ursprung Ihrer Frage, die ein kleiner Mittelständler gar nicht machen kann. Und das müssen wir ändern. Aber das ist schwer und wird viel, viel Zeit brauchen. Dennoch ist es notwendig. Hier hatte sich jemand gemeldet. Eine kurze Frage, glaube ich, noch. Ja, vielleicht mal eine etwas einfachere Frage. Sie sagten vorhin, dass Sie sehen das Gewaltmonopol beim Staat. Der brasilianische Präsident geht gerade einen anderen Weg und gesteht seinen Bürgern jetzt 4 eigene Waffen zu. Sehen Sie das generell für uns ausgeschlossen bei steigender Kriminalität? Warte mal, das war jetzt ein bisschen link. Ja? Erst kündigen Sie eine einfache Frage und dann kommen Sie mit sowas Kompliziertem. Ich vermute mal, dass es Ihnen da geht, wie es mir auch geht. Man hat da so ein bisschen 2 Herzen auch in seiner Brust. Also ich stehe ganz sicherlich nicht für eine vollständige Liberalisierung des Tragens von Waffen. Gleichzeitig ist es so, dass wir beobachten, dass immer mehr Menschen, zum Beispiel ist empirischer ganz klar, einen kleinen Waffenschein beantragen, dass immer mehr Menschen sich Schützenvereinen anschließen, dass immer mehr Menschen versuchen, an solche Waffen auf legalen Wege zu kommen. Und ich gehe mal davon aus, dass relativ viele Menschen das durchaus mit dem unguten Bauchgefühl tun, dass der Staat sie in absehbarer Zeit nicht mehr angemessen zu schützen imstande sein wird. Das finde ich zunächst mal erschreckend. Das hat über Jahrzehnte funktioniert, das ist eine originäre Aufgabe des Staates. Der Staat macht unglaublich viel Unsinn. Ich könnte jetzt, was weiß ich, lass mich mit Gender Mainstream oder so ein bisschen anfangen. Ja? Er macht unglaublich viel, was er nicht tun müsste, aber eine Kernaufgabe, der Schutz der Bürger, der wird im Empfinden vieler Menschen nicht mehr angemessen erfüllt. Und dann sagen die Leute, zur Not muss ich mich selbst verteidigen können. Sehe ich übrigens für mich selber auch so. Muss ich auch zu imstande sein. Ich habe Familie. Und für den Fall, dass der Staat das nicht mehr könnte, müsste ich versuchen, meine Familie und die meinen selbst zu verteidigen. Sind wir aber ehrlich, ist das ein Zustand, den wir uns nicht wünschen. Das ist nun mal so, dass das Ganze kein Wunschkonzert ist. Es kann so kommen. Und ich gebe eine Sache zu bedenken, ein ganz simpler Gedanke. Natürlich können Sie mit Feuerwaffen Menschen ganz Böses antun. Natürlich können Sie damit Menschen töten. Aber auch da sollte man sich vielleicht mal Gedanken darüber machen, ob die Menschen das denn in großer Zahl beabsichtigen werden. Oder ob die nicht Waffen halten werden, um sie nicht zum Einsatz zu bringen. Und dann wäre es okay.
dass man einfach zur Selbstverteidigung imstande ist. Wissen Sie, ich kann auch mit dem Auto jemanden töten, wenn ich jemanden umbringen will. Ein Auto ist eine Waffe. Ich kann jederzeit mit dem Auto draußen jemanden totfahren. Wenn ich Menschen umbringen will, brauche ich keine Pistole oder ein Gewehr, das kann ich ja mit dem Auto machen. Trotzdem wird man den Leuten nicht absprechen, ein Auto fahren zu dürfen, es sei denn, man ist grün. Ja, ein anderes Thema. Damit fangen die auch noch an. Das heißt, ich vertraue grundsätzlich als ein sehr freiheitlich denkender Mensch darauf, dass die Menschen jedenfalls in der großen Mehrheit vernünftig sind. Und dass sie auch im Umgang mit Waffen vernünftig sein werden. Wir haben auch scharenweise Menschen, die Waffen haben. Trotzdem würde ich es jetzt nicht völlig freigeben. Also Sie können nicht, was weiß ich, 16-, 18-Jährigen AK-47 anbieten oder sowas, weil von 10.000 Leuten, die sich sowas holen, dreht einer durch und dann haben wir 100 Tote. Und deswegen muss das natürlich restriktiv sein. Sie können nicht mit Waffen so frei umgehen wie mit allen anderen Gütern. Insofern bin ich für eine vorsichtige, wenn ich mich festlegen muss, für eine vorsichtige Liberalisierung. Ich würde es nicht so krass machen, wie es in Brasilien derzeit gemacht ist. Da bleib ich mit großen Bedenken, wenn ich ehrlich bin. Danke.